Neue Gesichter beim VfC Plauen. Die Spitzenstädter starten in die Saisonvorbereitung für Liga 4. Beim ersten öffentlichen Training waren neue Gesichter zu sehen. Was ich mir ein bisschen auf die Fahne schreibe, die Vogtländer wieder ins Vogtlandstadion zu holen und vor allem die Plauener. Mehr zur Saisonvorbereitung des VfC Plauen sehen Sie jetzt. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Der Regionalliga-Aufsteiger aus Plauen lud zum ersten öffentlichen Training vor der neuen Saison. Aktuell testet der Verein mehrere Spieler zum Verstärken des bisherigen Kaders. Auch in der Führungsetage gab es einen Neuzugang. Ich bin jetzt offiziell als kaufmännischer Geschäftsführer beim VfC Plauen vorgestellt worden. Bin selber schon im Verein seit 4 Jahren, habe begonnen als Nachwuchstrainer, mache das auch noch weiter nebenbei. Und ja, habe einfach die Aufgabe, so professionell, wie wir jetzt auf dem Sportplatz uns präsentieren, so professionell auch die Geschäftsstelle dort und die Geschäftsaufgaben weiterzuführen, zu übernehmen, ein Stück weit effizienter zu gestalten, aber trotzdem dieses gewisse Maß an Demut, was es einfach benötigt, um auf stabilen Beinen zu stehen, fortzuführen. Der Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse im Fußball bringt auch eine deutliche Steigerung an Kosten mit sich, was eine Erhöhung der bisherigen Ticketpreise mit sich bringt. Also erstmal sind trotzdem die Reaktionen auf die Preissteigerung positiver als gedacht. Dafür sind wir auch sehr dankbar an unsere Fans und Unterstützer. Und ja, Regionalliga ist nun mal in Deutschland insgeheim die erste Profiliga. Und wenn du unter Profibedingungen Fußball spielst, sind halt auch die Aufgaben rund ums Stadion und den Fußball unter Profibedingungen zu behandeln. Da geht es los über Security, bauliche kleine Veränderungen, die getätigt werden müssen, Schiedsrichterkosten, die höher sind und. Das sind ganz viele Faktoren, wo es einfach darum geht, professioneller zu sein. Und natürlich auch den Fans, die jetzt auch größer ins Stadion zu kommen, einen professionellen Rahmen zu bieten, ne? Das Catering ein Stück weit noch professioneller zu gestalten. Das ist einfach das Ziel. Natürlich wird es zum ersten Spieltag noch nicht alles stehen, aber unser Ziel ist es, über die Saison, den Saisonverlauf hinweg, einfach das Stadionerlebnis für alle so schön zu gestalten, dass die Leute wieder gerne ins Vogtlandstadion gehen, ne? Und das ist auch so das, was ich mir ein bisschen auf die Fahne schreibe, die Vogtländer wieder ins Vogtlandstadion zu holen und vor allem die Plauner. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.